war einer der größten Cellisten, also Cellospieler der Welt, wurde gefragt, warum er mit 90 immer noch üben würde. Und darauf hat er gesagt, naja, er hätte so langsam das Gefühl, dass er immer besser wird. Aber heute ist wieder so ein Tag, ja, wo ich nach 15 Stunden Arbeit so absolut keinen Bock habe zu üben, keinen Bock mehr habe auf Sport, eigentlich nur noch zu Hause sitzen will mit einer Pizza oder irgendwas, was mir in den Mund geflogen kommt. Aber das ist genau der Moment. Das ist genau der Moment, den ich oft habe. Ja, das ist aber genau der Moment, wo ich sage, jetzt erst recht, runter vom Sofa. Das heißt, ich saß ja gar nicht auf dem Sofa, ja. Also runter, weg vom Schreibtisch, Sportsachen anziehen, ja, Tasche packen und ab ins Gym, ja. Bei 6 Grad baden und ein bisschen Gewichte stemmen. Weil das ist genau der Moment, den wir alle kennen im Leben, aber das ist genau der Moment, den wir überwinden müssen. Ja, damit wir eben in den Schmerz kommen, ja, und aus dem Schmerz heraus dann eben erfolgreich werden. Das ist mit der Akquise so, das ist mit dem Cello-Spielen so, das ist mit dem Sport so. Aber das meiste, was Menschen ja, wenn sie ihr Leben nur noch am seidenen Faden hängt, ja, was sie dann bereuen, ist nicht irgendwie, ich hätte vielleicht dies oder das noch machen können oder machen wollen in meinem Leben, sondern tatsächlich, was die meisten Menschen bereuen, ist, dass sie nicht die beste Version geworden sind, die sie hätten werden können. Ja? So wie aus meinem kleinen, dicken Körper, ja, da kann man noch viel, viel mehr rausholen. Und deswegen quäle ich mich tatsächlich jeden Tag. Ich bin jetzt 56, ja, und gehe viel zum Sport, mache viel für mich, aber es ist fast jedes Mal so eine echte Überwindung. Aber wenn ich es dann gemacht habe, ja, wenn ich dann Sport gemacht habe, wenn ich Akquise gemacht habe, wenn ich mir den Arsch aufgerissen habe für die Version, die ich wirklich werden will, dann ist das so geil. Dann kommen die ganzen Hormone, dann kommt das Oxytocin, dann kommt... Das ist doch geil. Ja, natürlich ist es schwierig. Aber schau mal, ich bin hier in meinem Favorite Gym. Das sieht so ein bisschen aus wie bei mir zu Hause, ja. Von unserem leider zu früh verstorbenen Rainer Schaller aus Deutschland, der die John Reed Kette gegründet hat. Hier in Santa Monica ist das richtig geil. Ja, sieht aus wie zu Hause. Fühle mich wohl. Ich könnte auch wieder ins Equinox gehen. Da habe ich sogar eine freie Mitgliedschaft. Aber ich gehe hier hin, ja. Weil hier fühle ich mich wohl. Hier ist geil. Hier juckt es niemand, dass ich in so einem 70er-Jahre-Outfit hier rumlaufe. Ja? Aber ich will die beste Version werden, dass ich später, ja, wenn mal alle Stricke reißen und ich vielleicht irgendwo dann, was weiß ich, auf dem Sterbebett da liege, eine Hand, die mich hält, mein Sohn ist vielleicht da, die Frau, die ich liebe, da will ich ja nichts bereuen. Ja? Also jetzt nimm den Hörer in die Hand, jetzt gib Gas, mal ausreden, das ist ja fürchterlich, was denn, ich kann Kunden nicht anrufen, weil, ja, und Ekelakquise und Akquise ist doof, nee, Akquise ist überhaupt nicht doof, genauso wenig wie für sich selbst was tun doof ist, Akquise ist nur ein anderer Begriff für die Summe aller Maßnahmen, einen Kunden zu gewinnen. Wie willst du es denn sonst machen? Ich meine, wenn du nicht mit ihm sprichst, und nennen wir es mal Akquise oder nennen wir es Angebot, wenn du nicht mit ihm sprichst, was willst du denn sonst machen? Eine KI, eine AI, okay, von mir aus, wenn das alles funktioniert, aber dann braucht man dich auch nicht, dann such dir einen anderen Job. Ich bin der festen Überzeugung, ja, und I walk my talk. I practice what I preach. Ich bin der festen Überzeugung, dass vernünftige, faire Kommunikation mit sich selbst und mit anderen ganz, ganz früher als später zum Erfolg führt. Weil ich will später einfach nichts bereuen. Ja? Und deswegen, es ist geiles Wetter draußen, ja, aber ich gehe mich jetzt quälen. Ja? Ich habe jetzt noch mal eine schöne Kommunion-Haarfrisur hier. Ja? Eins wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht, habt ihr Erfahrung damit? Ich ziehe mir jetzt mal ab und zu so ein Pre-Workout-Pülverchen rein. Ich stehe ja drauf, dass die Muskeln richtig schön lean und stramm und straff und so weiter sind. Ja, finden Frauen auch geiler. Aber so ein Pre-Workout soll helfen. Ich probiere das mal. Ihr Lieben, was auch immer du machst, ja, beweg dich und wie auch immer du das nennst, gewinn Kunden. Aber ich weiß gar nicht, ob meine Kommunion Kind Frisur noch sitzt, ja, aber gleich nicht mehr. Da fragte jemand, ja, Holger, wie machst du das eigentlich so zeitlich und wie schaffst du das eigentlich alles? Und da habe ich gesagt, pass mal auf, ist ganz einfach. Ich stehe um 5 Uhr auf, ja, sitze spätestens 6 Uhr am Schreibtisch, geht die Kamera an. Dann ziehe ich durch bis ungefähr 12 Uhr meine LA-Zeit, dann ist für die meisten in Deutschland hier auch Ritze, ja. Dann gehe ich ins Sportstudio. Mal eine Stunde hier Cardio, hier für Anfänger, ja. Bauch, Beine, Po. So, und dann gehe ich da vorne in diesen Raum da und lege mich eine Stunde schlafen.
Und wenn ich dann aufgewacht bin, mache ich ungefähr noch anderthalb Stunden Bauch, Beine, Po. Richtig Muckis, ne? Ein bisschen Eisen biegen. Und dann fahre ich nach Hause und habe ich meistens glücklicherweise keinen Hunger. Ist auch gut so, weil ich faste mindestens 18,6. Manchmal esse ich auch zwei, drei Tage nichts. Und dann habt ihr Rübe klar. Ist für den Körper sowieso gut. Und dann mache ich weiter. Dann bereite ich mich auf den nächsten Tag vor. Mache meine Pitche, mache meine E-Mails, mache meine Postings meistens zwei, drei Tage im Voraus. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann ist das deine Routine. Dann fällt dir das auch nicht mehr schwer. Ich meine, du siehst das gerade hier im Sportstudio. Wenn jeder, der hier ein Abo hat, ja, hier wäre, wäre es völlig überbucht. Damit kalkulieren die ja. Damit kalkulieren Hotels, Airlines. Will damit sagen, wenn jeder Verkäufer in Deutschland einfach seinen Vertriebsjob machen würde, ja, hätten wir auch keine wirtschaftlichen Probleme. Aber so wie im Sportstudio. Die ziehen alle ein Ticket. Auf dem Ticket steht Vertrieb, aber machen was anderes. So wie die Jungs hier. Wollen unbedingt fit werden, wollen abnehmen, aber keine Ahnung, wo die sind. Bei McDonald's. Oder man Pizza hat. Oder in einer Dönerbude. Was weiß ich, was gerade in ist. So geht's nicht. Ne? Also zieh durch, weil ich quäle mich lieber jetzt, damit ich hinten raus geil aussehe, mehr Kohle habe und mehr Zeit für die Frau, die ich liebe. Innere Schweine und ich weiß nicht, was das soll, sein soll. Eine mir unbekannte faule Sau, deep down irgendwo in meinem Hinterkopf. Schau mal, du kannst dir doch nicht von irgendjemandem, den du nicht mal richtig kennst, ja, dir dein Leben einschränken lassen. Ja, du musst dein Leben und deinen Körper so ein bisschen sehen wie Michelangelo, der aus einem groben Stein, ja, den David da gezimmert hat. Ja, auch unter 300 Kilo, 200 Kilo, 150 Kilo, 100 Kilo ist ein wunderschöner, geiler Körper verborgen. Ja, und ihn gilt es natürlich rauszuarbeiten. Ja. Und jedes Mal, wenn ich hier auf dem Stepper bin, erstmal mal eine Stunde Cardio, dann mache ich Gewichte. Ja. Jedes Mal denke ich, du, ich steige ab nach 5 Minuten. Dann denke ich, ich steige nach einer Viertelstunde ab. Also nach einer halben Stunde, wenn das richtig, das Oxytocin, die richtig geilen, wenn das Adrenalin dann alles reinkickt, dann könnte ich hier stundenlang weitermachen. Ja? Und genauso ist es auch im Leben, genauso auch mit Kundenanrufen. Ja? Der erste Anruf scheiße, der fünfte scheiße, der zehnte scheiße. Aber irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Ja? Und du freust dich auf diesen Kick. Aber lass dir nicht von deinem komischen, dir unbekannten inneren Schweinehund deinen Erfolg oder das Leben versauen. Ja? Sieh zu, dass du auf Body, Mind and Soul achtest. Je älter du wirst, desto wichtiger. Friss keinen Zucker, geh dich bewegen und ruf Kunden an. Innere Schweinehund, was soll das sein? Lass dich doch nicht verarschen. Ja? Ist doch eine fucking Ausrede. Ja? So wie neulich jemand sagte, das Kind war fett, der Vater war fett, die ganze Familie war fett. Und der Vater sagte dann, ja, mein Sohn, der ist so dick, der mag einfach keine Tomaten. Ja, aber ich würde auch lieber den ganzen Tag liegen bleiben und Netflix gucken. Ja? Nee, würde ich nicht. Ne? Du musst dich ein bisschen quälen. Ja? Dein Körper will das und es ist so geil, wenn du Akquise machst und nachher einen Erfolg hast. Es ist so geil, wenn du dir eine Stunde auf diese scheiß Laufbahn gehst und dich dann noch ein bisschen quälst. Ja? Es ist nun mal manchmal so, das Leben. Ja? Ist sowieso der amerikanische Weißkopfseeadler, so sehe ich mich manchmal. Ja? Die Jungs, die fliegen alleine. Die jagen alleine, die kämpfen alleine. Ja? Und so ist das manchmal im Leben. Also lass dir deinen Erfolg und deine Gesundheit, lass dir da nicht die Butter vom Brot nehmen, quäl dich ein bisschen.